ist unser Einstieg. So, unsere erste Gefahrenstelle, die wir nicht fallen werden. Boah, ist die schwer, weil da einfach 3-4 Obst drin sind. Boah, sind die geil. Brombeerparadies. Jupp, jupp, also hier geht es jetzt nicht weiter. Hier ist ein Wehr. Und jetzt müssen wir unsere Boote umtragen. Da hinten stehen sie. Okay, also wir müssen jetzt schon wieder umtragen. Also wir haben jetzt hier die Boote. Hübsche Pferde. Es ist wie es ist. Ne? Ey, das mache ich nicht. Nein, gar nicht. Aber wahrscheinlich da unten noch weiter. Aber schön ist es hier. Guck mal, das sehen die auch nicht alle Tage. Aber guck mal, der Pony. Guck mal. Ja, guten Tag, Herr Pferd. Oh, hallo. Möchten Sie auch einmal in die Kamera gucken? Oh, guck mal. Menschen. Ja. Guck mal, die können doch einfach da reinbeißen und das ziehen, oder? Krass, ne? Könnte ich einfach so mit dem Kopf wegbamsen. Mein ganzer Körper ist gefühlt so groß wie sein. Das passt bei dir. So sieht das auch aus. Erschreck dich nicht, direkt hinter dir ist auch ein Kollege. Ja, hallo. Na? What the fuck? Ah, fucking hell! Ah, oh mein Gott! Die Pferde kochen. Ja. Geht mir ähnlich. Aber schön ist es hier. Michelle da vorne auf der Kiesbank, da wäre es perfekt. Sehr niedrig das Wasser, ne? Naja.
beide. Und Michelle da hinten. Ja. Campingplatz. Ein bisschen wild, ein bisschen steinig, aber schön. Liebenswürdig, genau, das ist es. Insbesondere mit dieser großen Müllkiste. Unser Shelter. Tada, das Zelt steht und wir haben einen Platz gefunden. Man kommt auch wirklich durchs Wasser hier hin, was wirklich super ist. Ja, wir haben uns richtig schön ausgebreitet auf dem Boden. So, alles zum Trocknen aufhängen, was eh nicht trocken wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt, jetzt gönnen? Ja, jetzt gönnen. So, Tag Nummer 2. Mal sehen, was uns heute noch so erwartet. Wir haben jetzt noch ungefähr 15 Kilometer vor uns und 3 Wehre. Wir sind schon sehr gespannt, was passiert. Also doch die andere Seite. Hier so ein Alpinstart. Oh mein Gott, das ist aber gut, dass wir da hinkommen. Eigentlich wäre das hier rechts unser Einstieg, aber aufgrund des Gepäcks gehen wir dann doch lieber da unten hin. Wir sind solche Pussys. Bitte? Aber ein Wehr kommt wohl doch noch. Wir kriegen einfach nicht genug. Ich auch. Ich werd heute so tot ins Bett fallen. Oh. Hey, hey, hey. Okay, also jetzt sind wir am Kanufall. Yay. Michelle ist dick und fertig. Ich auch. Und unsere Butte, glaube ich, auch. Yay! Ja, schön endlich ist es. Wieder sauber, ne? Endlich wieder sauber.